Hi, servus, hier ist der Joe von Alex und Joe Golftipps und heute spielen wir die PGA Pro Day ist heute und wir fangen heute an im Golfclub Starnberg. Morgen geht es dann in den Golfclub Riedhof und das ist mit den ganzen Pros hier von der PGA of Germany. Und jetzt hoffe ich, dass ihr viel Spaß habt. Viel mehr will ich gar nicht erzählen, weil ich bereite mich hier vor. Und im Hintergrund seht ihr ja schon die jungen Kerls, die geben da Gas. Ich als Senior darf natürlich von Gelb abschlagen, jawohl. Ja, und schauen wir mal, was das heute wird. Viel Spaß beim Zuschauen und wenn es euch gefällt, übrigens kommentieren und liken und abonnieren, wenn es geht. Dann seht ihr mehr solche Turniere. Also, ciao. So, und jetzt geht's weiter. Wir haben heute ein super Turnier. Ich bin heute hier aus der Sprecherkabine und da erkläre ich euch jetzt mal, was auf der Runde passiert ist. Bisschen nervös angefangen, kann ich gleich mal sagen, aber das war insgesamt auch ein super Flight. Wir waren zu dritt, der Lukas Wanner, der Kevin Berger und ich. Der Kevin Berger wollte bloß aufgrund einer Verletzung nicht auf dem Video zu sehen sein. Der hat ausgeschaut. Er hat trotzdem gespielt, muss man wirklich dazu sagen. Das finde ich schon, so wie der ausgesehen hat an seiner Schulter. Jetzt schlägt der Lukas Wanner ab. Wir sind an Loch 10 gestartet. Vor uns waren schon ein paar im Trouble. Und der geht auch knapp da hinten in Richtung Ausgrenze. Also war schon... Ja, man muss eigentlich über die linke Ecke da zielen, über die Bäume da links. Ihr seht, ich stehe da auch hin. Ja, aber ich habe doch zurückgezogen am Schluss. Denke mal, nee. Aber da ist der Bunker dafür da. Da hatte ich immer noch 180 Meter oder über 180 Meter. Der war mal gar nicht getroffen und so rechts weggedrückt. Ja, den habe ich ein bisschen dünn. Also die Bunker, muss ich dazu sagen, die Bunker waren nicht gemacht. Das fand ich jetzt für ein Turnier der PGA nicht so toll. Ihr seht ja, wie die aussehen. Und ich war genau bei so einem Tier, was da drin war, aber wollte jetzt auch nicht besser legen. Die Grüns waren brutal schnell und richtig gut. Ihr seht, wie die laufen, die hören immer auf. Ganz starke Länge, ganz stark. Kevin, durch? Ja, ich war da oberhalb, also bei mir geht es ja richtig steil bergab dann auch noch. Gleich, ihr seht es gleich, wie das da runter geht. Hui! Ja, hängt eigentlich alles nach links, aber jetzt kommt er ein bisschen, aber nee, ein bisschen zu spät. Ja, und diese PGA Pro Days, die gibt es in jedem Bundesland. Ja, der hat kein Break angenommen. Ja, ein bisschen nervös mit dem Bogey angefangen im Mai, ja. Aber das wird richtig besser. Der Lukas auch, glaube ich, ein bisschen nervös gewesen. Wenn der dort perfekt. Die klicken da runter. Ja, das Top. Ja, da rechts sind Bäume, da mit dem Driver. Ich habe auch einen Driver genommen, der kommt so weit wie möglich nach vorne. Rechts, wenn er ist, ist kein Thema. Springt er links rüber. Und den habe ich auch wieder. Habe ich mir nicht traut, so richtig mich zu drehen. Habe ich gleich nochmal neu geladen, weil der war ganz weit rechts. Habe ich noch mal einen gespielt, aber wir haben meinen Ball gefunden. Ja, es gibt auch bessere Lagen, aber immerhin gefunden. Ja. Ja, der war auf den Ball draufgeschlagen. Der war ganz schlecht auch noch gespielt. Der Jens hat gesagt, ich habe mir zu wenig Zeit genommen. Ja, ihr seht ja, wie die Bälle hier rollen. Also die Grüns echt. Die wünsche ich mir eigentlich bei jedem Turnier, solche Grüns.
Und diese Protests, das sind eben die zwei Tage, das ist eben hier im Starnberger Golfclub und dann Golfclub Riedhof und diese beiden, oh, schöner Putt. Ja, und die zählen zusammen, diese beiden Turniere, von den Ergebnissen her. Also ihr seht es dann auch noch Riedhof und das wird dann eben zusammengezählt und ja, war gar nicht so schlecht. Aber da kann ich ja, seht ihr dann ja auch noch, so die ersten beiden Löcher, die waren nur ein bisschen komisch nervös. Man muss hier auf der rechten Seite vom Fairway liegen. Ich erkläre ein bisschen den Golfplatz dazu, weil von dort aus hat man einen Winkel zum Grün auch schön, um anzugreifen beim Par 5. Aber wir waren alle zu weit rechts. Ja, der war rechts weg. Ich war ziemlich tief drin und habe dann eigentlich nur, ich weiß nicht, irgendein Eisen 6, glaube ich, oder was ich da gehabt habe, oder 7, habe ich nur vorgelegt. Ich wollte nur da vorne hin. Die Jens hatten auf dem Grün vermutet, aber nein, nicht zum Grün. Ich habe direkt aufs Fairway gespielt noch. Ja. Ja, das Grün wird es jetzt gleich sehen. Ihr seht hier erhöht, also echt ein bisschen fett getroffen und dann fehlen die Meter. Ja, also eigentlich mein Spiel. Der nächste auch zu kurz, auch fett. Ja, da war ich noch nicht so. Der hat nur angetippt, schaut euch das an. Und dann rollt und rollt und rollt er und rollt und rollt und bleibt nicht am Grün, also ihr seht, das ist ziemlich, ziemlich heavy hier. Schweres Loch. So, jetzt versuche ich mal ein paar noch zu spielen. Ja, aber es geht doch bergauf. Ja, Lukas ist ausgelippt leider. Na, ja, mein Bogey noch gesperrt. Also mit drei Bogies angefangen, aber mir gedacht, so, das geht jetzt nicht so weiter. Jetzt Angriff. Das hat sich der Lukas auch gedacht. Der war links, links. Über die Bäume links und dann nochmal links übers Fairway. Ja, da habe ich mir gedacht, und jetzt ziehe ich mal durch und dann hat es auch gepasst. Wenn man sich da mal sicher ist, echt, also dieses, man muss einfach häufiger so Turniere spielen. Ja, den konnte er echt nur vorlegen da auf den Abschlag da. Ja, den habe ich da schön gespielt. Jawohl. Wenn man sich so im Nachgang sieht, kontrolliert dann. Ab diesem Loch sehr kontrolliert. Und Putt, komm, geh. Oh. Ja, das war ganz knapp. Rückpart drin, alles gut, aber ja. Ja. So, da haben wir jetzt, ihr seht ja, da Lukas war leider 5 über, ich 3 über. Jetzt müssen wir mal ein bisschen das Golfen anfangen. Da brauchen wir nur ein Hybrid. Ja, Lukas ist auch sehr lang mit seinen Schlägen, muss man sagen. Also der zieht. Der zieht da schon drauf. Gut, der ist ja weniger als halb so alt wie ich. Ja, der war schon mal bei der Fahne. Ja, weißt du, ein bisschen hier im Zehngebiet.
dreimal an der Ja, Lukas auch sehr schön gespielt. Eigentlich auch Birdie Shots bei den Grüns, weil die sind halt super zu kontrollieren und ja, ich habe mir ein bisschen verlesen. Lukas zum Birdie. Und Birdie gemacht, jawohl. Auch hier schweres Par 3 übers Wasser, da ist komplett Wasser, das du überspielen musst. Und das ist von hinten 181, war an dem Tag glaube ich über 187 oder so. Ja, den hat er zu lang geschlagen. Ich habe glaube ich Eisen 7 gehabt oder so, 165 glaube ich habe ich gehabt. Da habe ich dann schön durchzogen. Und der war mal schön rechts neben der Fahne. Also auch eine schöne Birdie-Chance. Und das ist halt so lang, dieser Chip. Oh, den hat er auch nicht gut getroffen. Ja, man ist da schon sehr, wenn das bergab geht, ihr seht es ja, geht es ein bisschen bergab. Und dann hat er den Putt gelocht, gell? Bist halt sehr vorsichtig, nicht, dass die weit übers Loch laufen. Und kurz vorm Loch geht er weg. Das gibt's doch nicht, warum fällt denn überhaupt nichts? Ja, das hat mich dann schon geärgert, so wenigstens ein bisschen die Putts. Am Loch vorher schon den Putt und den hier. Ich bin dann zu ungeduldig. Ja, das ist jetzt ein. Boah, das Loch mag ich gar nicht. Weil da geht es danach, du siehst oben die Grünoberfläche nicht, du siehst so ein Stück von so einer ganz langen Fahne noch als zweiten Schlag. Ich habe hier auch nur ein Holz vorgelegt, damit ich auf jeden Fall aufs Fairway komme. Ja, weil du musst da unten liegen, dass du noch gerade liegst. Mit dem Driver bist du schon nach oben und das war auch schwer. Für ihn hier aus dem Rafter hochzuspielen, das ist nicht leicht. Und ich lag halt so schön da am Fairway. Ich habe noch ein Gap Wedge gehabt, meine ich. Oder Pitching Wedge habe ich dann geschlagen, irgendwas. Und den habe ich genau zur Fahne. Ja, seht ihr mal, was das hier für ondulierte Grün sind, kommt der Ball gleich mal wieder zurück, wenn du Pech hast. Ja, Birdie Chance und ja, knapp vorbei. So minimal langsamer, dann fällt er, aber das ist halt immer so diese Kleinigkeit. Da, ja, toll. Von dort aus zwei Putts finde ich schon super. Sein, und den habe ich einfach zu vorsichtig gespielt, den hätte ich aggressiver putten müssen. Jetzt habe ich einen Dreipad gemacht. 2 Euro übrigens, Alex. Für jeden Dreipad. Ja, das ist sensationeller Schlag an der Fahne. Dusch. Fast direkt eingelocht, das waren ein paar Zentimeter neben der Fahne. Rechts, wenn man dort hält, ist kein Problem. Da springt alles nach links. Und das war auch mein Gedanke. Rechts. Ah, der kommt aber nicht an der Kante jetzt, auf. Rechts, komm. Jetzt vielleicht. Ja, da ein bisschen, aber nicht stark genug, leider. Ich hätte weiter rechts spielen müssen. Schade. Slow down. Ja, wie gesagt. Du musst auch solche Grüns häufiger spielen und die haben sie extra gut schnell. Also ich, wie gesagt, ich finde es toll, einen Platz so zu spielen. Auch nur angetippt und dann ist er 2 Meter drüber. Ja, beide 4 über. Und jetzt kommt Par 5. Oh ja, gut.
Das war mal knapp 300 Meter. Ja, sehr leck. Ja, der Baum ist weit. Da habe ich jetzt versucht, Vollgas da reinzugehen. Und genau, dann habe ich noch leicht unterschlagen. Also weit war ich nicht. Und rechts sind so raff noch rein. Aber das macht bei ein paar 5 gar nichts aus. Dann legt man das sicher vor. Ich habe Eisen 7 da jetzt in der Hand. Und habe den einfach davor gelegt. Keine versucht nie Meter irgendwie gut zu machen, sondern einfach dann ruhig weiterzuspielen. Dann seid ihr auch im Spiel. Ja, der Eisen 9 hat er hier aufs Grün. War ein paar 5 übrigens. Und hat ihn aber so als Flieger erwischt und ist hinten hinterm Grün runter und da hinten ist aus. Er war auch im Aus. Jetzt kommt schon sein 4. Schlag. Gleicher Schläger, kein Flieger und tot an der Fahne. Ich habe halt hier nur noch ein Lobwedge aufs Grün, irgendwas um die 60 Meter gehabt oder so. Jawohl, ja, und kommt zurück, ja. Schöne Birdie-Chance. Das ist das, was man hier haben muss. Und vorbei. Ich habe genau da hinzielt und er ist leicht links gegangen sogar noch. Wie gesagt, ich habe da optisches Problem, ich sehe die Breaks falsch. Aber auf die zweiten 9 habe ich gewusst, wie es geht. Und da zeige ich das euch jetzt dann, wie es auf den zweiten 9 ist. Und ja, ihr seht hier mit 4 über ist das eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Und jetzt schauen wir mal, was wir auf den zweiten 9 machen. Aber ich kann es euch sagen, ich hole um einiges auf. Meine Birdie-Putts und Eagle-Putts, die ich habe, kommen einige zum Tragen. Und das wird richtig geile zweite 9. Und wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Servus.